Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier bei Project Castaway. Und wir sind gerade hier ein bisschen falsch auf Kurs, denn wir wollen noch nicht rüber zur Insel. Ich will erstmal rüber zu unserem Flugzeug, mit dem wir am Anfang abgestürzt sind. Und mal gucken, was wir denn da noch Gutes finden. Zum anderen, Leute, habt ihr mir ein paar gute Kommentare in die Kommentare geschrieben, beziehungsweise unter das letzte Video, denn ja, bin ich tatsächlich gar nicht selber drauf gekommen. Wir können ja hier einfach eine Treppe nach oben bauen. Ja, natürlich. Und das, Leute, das machen wir heute. Da habe ich echt Bock drauf, denn ich würde gerne mal wissen, was letztendlich da oben ist. Und ich glaube, ihr wollt es auch erfahren. Also, das wird heute auf jeden Fall eine kleine Baufolge. Ja, da müssen wir natürlich da drüben mal das ein oder andere Stück Holz abernten, beziehungsweise den einen oder anderen Baum natürlich fällen, ne? Ist ja klar. Des Weiteren, ja, ich habe das Häuschen noch nicht fertig bekommen. Da müssen wir dann mal gucken, ob wir das überhaupt fertigstellen oder ob wir die Ressourcen nachher einfach für das Haus, ja, nachher auf der Insel dort drüben benutzen, ne? Müssen wir tatsächlich mal gucken. Schauen wir mal. Aber jetzt erstmal hier zum Flugzeug und mal gucken, ob es hier dann irgendetwas Vernünftiges gibt, mit dem wir hier hantieren können. Ich bin mal gespannt, denn mit dem guten Teil sind wir ja am Anfang abgestürzt. Und ja, ich weiß noch, am Anfang hier war irgendwo ein Hai. Und bevor wir jetzt hier reinspringen, gucken wir erst uns nochmal lieber ein Stückchen um, bevor das hier nachher irgendwie in die Hose geht. Aber ich glaube, das sieht hier erstmal ganz sicher aus. Und dann hüpfen wir doch mal hier rein. Wo ist hier der Hai? Sehen wir den irgendwo? Nee. Und gucken mal, ob es sich hier an dem Flugzeug irgendwas verbirgt. Tatsächlich sehe ich hier nichts, ne? Das ist natürlich ein bisschen schade. Hätte jetzt gedacht, dass hier vielleicht zumindest mal ein paar, wir zumindest ein paar Metallteile entfernen können. Aber das können wir auch tatsächlich nicht. Also hier ist tatsächlich nichts zu holen hier bei dem Teil, Leute. Ist ein bisschen schade, aber naja, nicht so schlimm. Wer weiß, wie sich das nachher dann im weiteren Spielverlauf oder dann, wenn das Spiel hier komplett rauskommt, wie sich das dann nachher verhält. Naja, wie dem auch sei, Leute, ich würde sagen, wir machen uns auf natürlich direkt rüber zur Insel und dann starten wir mal mit der Session hier. Moment, das ist die falsche Insel, wir müssen dahinter. So, ich glaube so, ja, so sind wir relativ gut auf Kurs, Leute. Wir machen den Außenborder an und dann geht's hier erstmal rüber auf die Insel. So, dann sind wir hier rüber und dann würde ich sagen, Leute, müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das Ganze hier überhaupt bauen, ne? Das ist, glaube ich, gar nicht so eine einfache Geschichte. Da müssen wir schon relativ nah hier vom Strand anfangen, dass wir hier überhaupt hochkommen. Die Frage ist natürlich, kommen wir da überhaupt hoch? Aber, ja, wir probieren geht über Studieren, ne? Ich würde sagen, wir bauen so ab hier irgendwie so eine Treppe nach oben. Bedeutet natürlich auch, Moment, wir können ja mal schauen, ob wir eigentlich hier mit dem Hammer überhaupt so ein Teil nach dem anderen dran setzen können, ohne dass wir etwas bauen. Ja, das heißt, wir brauchen natürlich hier dann erstmal so eine Plattform. Wir machen das natürlich alles aus Holz. Ich gehe mal davon aus, dass wir bestimmt uns irgendwie hier so platzieren müssen. Ja, müssen wir jetzt tatsächlich mal gucken, ne? Das wird, glaube ich, hier unten ein bisschen schwierig. Sicherlich. Aber mal gucken. Also, ich glaube, wir brauchen hier zumindest schon mal zwei Plattformen, damit das überhaupt funktioniert. Ich würde sagen, wir machen hier so eine Treppe dran. Dann können wir hier auf jeden Fall schon mal nach oben. Und dann müssen wir mal gucken, ne, ob wir hier dann eigentlich so eine Treppe dran setzen können. Oder ob wir dann hier die Stufe 2 Treppe brauchen, um dann überhaupt nach oben zu kommen. Leute, das wird auf jeden Fall, kann ich euch jetzt schon sagen, das wird hier auf jeden Fall ein Riesenprojekt, ne. Am allerliebsten wäre es mir, wenn wir hier so eine Treppe hier draufsetzen würden. Müssen wir dann aber auch mal gucken, wie das dann nachher funktioniert und ob das passt. Ja, als allererstes heißt es dann natürlich jetzt erstmal, wir brauchen Holz, Holz, Holz. Denn ohne Holz baut sich das hier natürlich nicht. Ihr habt mir auch gesagt, ich soll aufpassen, dass wir hier die Warane alle zerstören. Beziehungsweise einmal klein machen. Aber ich glaube, das haben wir schon in den Folgen zuvor relativ gut gemeistert. So, jetzt fallen hier einmal die ganzen Baumstämme raus. Ich versuche die mal hier so ein bisschen nach unten zu werfen.
Und dann gucken wir mal, ob wir dann, ja, wie weit wir da eigentlich kommen, ne? Das ist, glaube ich, schon, glaube ich, so eine kleine Herausforderung jetzt, ob das überhaupt möglich ist. Und dann können wir auch schon mal direkt sehen, ob das Spiel das überhaupt hergibt. Jetzt sehen wir auch, jetzt haben wir hier nur, na, guck mal, ja, manchmal bekommt man mehrere Baumstämme raus und manchmal dann doch nur einen. Ja, das wird natürlich, ja, das macht die Sache jetzt nicht angenehmer. Aber, we will see. Guys, we will see. So, müssen wir den einmal hier hinschmeißen. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir hier eigentlich direkt die nächste hier so dran setzen können. Nee, das können wir tatsächlich nicht. Eine Plattform brauchen wir dann ja auch nicht. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt doch logischerweise vermutlich hier so eine Wand hinsetzen. Moment, ich setze mal hier so eine Wand hin. Dann gucken wir mal, wenn wir jetzt hier eine Treppe hinmachen. Ne, damit geht es tatsächlich nicht, oder? Moment, das müssen wir natürlich alles solche. Wir müssen das jetzt erstmal alles ein bisschen gegentesten, ne? So, jetzt hätten wir hier eine Wand. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier was ansetzen können. Ne, so können wir nichts ansetzen. Das ist natürlich ein bisschen schade, ne? Das heißt, wir können hier eigentlich nur eine Decke drauf machen. So. Aber letztendlich kommen wir nicht weiter. Das heißt, wir brauchen dann vermutlich diese Treppen dann. Die kostet uns auch nur. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Das müssen wir anders bauen, Leute. Moment. Das müssen wir ein bisschen anders bauen, glaube ich. Ich reiß das mal ganz kurz wieder ab. Können wir das hier auch wieder abreißen oder muss ich das einmal wieder verkleinern? Oh, ich glaube, Leute, so kriegen wir es nicht hin. Kann ich das wieder einmal entfernen? Ach, das ist natürlich jetzt eine doofe Geschichte. Wir können das anscheinend nicht wieder einfach so ohne Probleme entfernen. Das ist natürlich schade. Das ist ein bisschen blöd, Freunde. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Können wir nicht einfach so entfernen. Okay, gut. Aber wir wissen, wir müssen das jetzt so nach oben bauen. Das heißt eigentlich... Eigentlich müssten wir da näher dran, ne? Da müssten wir das eigentlich irgendwo hier so hochbauen. Dass wir da letztendlich rüberkommen. Ja, das heißt, ich würde sagen, Leute, dann machen wir hier halt so eine Plattform hin, ne? Was soll es? Was soll es? Was soll es? Ich setze die mal so gut es geht wahrscheinlich hier hin. Dann sind wir hier relativ, ja, relativ drüber. Das könnte tatsächlich funktionieren, Freunde. Das könnte tatsächlich funktionieren. Können wir den Baum hier eigentlich auch abholzen? Oh, das ist ein imaginärer Baum, Freunde. Da geht das nicht. Dann nehmen wir den hier natürlich. Ja, zwischendurch müssen wir natürlich auch ein bisschen auf unsere Ernährung und auf, ja, auf uns, auf Nahrung und auf Trinken achten. Aber das kriegen wir schon irgendwie. Müssen wir halt ein paar Kokosnüsse zu uns nehmen. Und vor allen Dingen brauche ich dann hier vermutlich auch mal ein Bett, damit es hier weitergeht. So, hier können wir jetzt auf jeden Fall schon mal hoch. So, das bedeutet, wir müssen jetzt hier einmal eine Treppe. Wir brauchen erstmal eine Treppe, um dort hochzukommen. Moment, wir machen erstmal die Treppe. Die setzen wir hier drauf. Da müssen wir jetzt mal gucken. Ja, ich würde sagen, wir bauen die so hin. Genau. Ja, das ist gut. Das ist gut. Und hier die setze ich da dran. Dann können wir hier direkt so einmal nach oben. Sehr gut. Ich glaube, so ungefähr könnten wir es irgendwie schaffen. So könnten wir es irgendwie schaffen. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal jede Menge Holz, Leute. Jede Menge Holz. Damit das Ganze hier funktioniert. Voll. Ja, das wird hier eine ganz schöne Holz-Action, Leute. Das wird hier eine ganz schöne Holz-Action. Schade, dass das Gebäude da unten auf jeden Fall, dass wir das nicht mehr abreißen können jetzt. Ich gehe jetzt mal wirklich davon aus, ne? Also, ich rede jetzt mal ganz offen und ehrlich. Das Spiel ist ja noch in der Beta-Version. Und ja, ihr habt mir auch geschrieben, oh, das ist ja keine neue Spielmechanik. Und ja, natürlich, irgendwo sind die Survival-Games ja alle irgendwo ein bisschen gleich. Also, da gleicht sich das eine, ja dem anderen. Mein Gott, das ist halt so. Aber die Umgebung hier finde ich richtig cool. Also, ich finde es eine nice Sache.
Zum einen, zum anderen ist es auch definitiv mal eine Herausforderung. Und ich gehe auch davon aus, dass sich letztendlich auch diese bullsartigen Tiere, die sich hier befinden, dass die auch später noch ganz anders agieren werden und wir da dann auch wahrscheinlich ein paar größere Probleme bekommen werden. Ne? Also ich glaube, da sollten wir uns jetzt erstmal keine Gedanken machen. Das wird schon werden. Leute, das wird schon werden. Also das sollte man jetzt erstmal nicht alles so negativ betrachten. So, das hätten wir. Jetzt könnten wir hier schon mal zumindest so weit nach oben. Dann mache ich eigentlich hier direkt eine Plattform hin, weil sonst wird das ja nichts. Das heißt, wir brauchen einmal die hier. Die müssten wir doch jetzt hier irgendwie ansnappen, oder? Können wir die hier überhaupt ansnappen, Leute? Oder kommen wir hier gar nicht, kommen wir hier vielleicht gar nicht höher? Sekunde mal. Oder muss ich hier eine Wand setzen? Ja, das wird jetzt hier ein bisschen schwierig, Leute. Das wird hier... Ja, wahrscheinlich müssen wir... Oh, Sekunde. Wir brauchen ja... Safe brauchen wir hier eine Tür. So. Dann geht das hier dran. Dann können wir hier vermutlich... Genau. Die Plattform setzen. Dann setzen wir auf die Plattform die nächste. Und dann geht das immer so weiter nach oben, Leute. Dann geht das immer so weiter nach oben. Bedeutet, ich kann mal hier noch so ein Kokosnüsschen mir ganz kurz mal schnabulieren. Damit uns mal wenigstens ein bisschen geholfen ist, was Nahrung angeht. Und dann nehmen wir hier natürlich direkt wieder weitere Baumstämme. So. Na, wo bist du? Komm. Muss ich das doch hier... Manchmal ist hier irgendwie... Ja, so. So, guck mal. Ich glaube, so könnten wir es nach oben schaffen. Dann kommen wir irgendwann da oben an. Ich bin mir sicher, das wird. Ja, und ich würde sagen, ich gehe mal hin und mache hier mal munter weiter. Und dann sehen wir uns, sobald ich hier weitergekommen bin und wir relativ weit oben angekommen sind, dann schauen wir uns da oben mal an, was es da so zu entdecken gibt. So Leute, mein lieber Oscar, ich kann euch sagen, das war auf jeden Fall eine Geschichte. Und ihr könnt euch mal angucken, was ich hier gebaut habe. Das ist der absolute Hammer. Leute, ich kann euch aber sagen, so einfach ist das tatsächlich gar nicht. Denn ihr müsst da wirklich tatsächlich manchmal ein Stück runterfallen, damit ihr dort überhaupt wieder bauen könnt. Das ist irgendwie ein bisschen kurios. Aber es hat letztendlich funktioniert. Das letzte Stück ist dort oben platziert und das bedeutet, wir machen uns jetzt mal auf den Weg und gucken uns mal an, was da oben letztendlich ist. Ich habe mir, by the way, hier unten noch ein kleines Nachtlager platziert gehabt, denn ja, ich musste zwischendurch natürlich auch mal schlafen und ihr seht auch jetzt schon, meine Ausdauer, meine Energie ist schon relativ am Ende, aber Leute, wir müssen uns das jetzt da oben einmal zusammen angucken. Was da oben ist, ich habe keine Ahnung, ne? Wir machen da jetzt gemeinsam einmal eine Erkundungstour. Und das hier, das ist auf jeden Fall schon mal ein heftiger Aufstieg, kann ich euch sagen, ne? Das ist hier schon, ja, das ist schon ein Stückchen, den man hier hoch muss. Und ihr seht auch, die Aussicht ist auf jeden Fall super herrlich. Also, kann man sagen, ist ziemlich geil. Wir haben einen guten Überblick auf jeden Fall. So, jetzt haben wir hier noch ein Stockwerk. Und da kommt jetzt das letzte und dann müssten wir es geschafft haben. Leute, ja, da ist es. Wir sind soweit. Springen wir mal rüber. Mega. So, ich bin mir aber natürlich unsicher, was hier ist. Deswegen nehme ich mal den Bogen mit. Oh, Moment. Müssen wir vielleicht noch ein Stück höher? Nee, geht. Wunderbar. Freunde, wir sind angekommen. Wir sind auf dem höchsten Punkt hier. Guckt mal dahin. Ah, ist das nicht was? Ja, okay, hier ist noch nicht so wirklich fertig gebaut. Das sieht man hier gerade. Und, aber guckt mal, Leute. Können wir hier eigentlich schon hoch? Nee. Ja, schade. Das wäre jetzt natürlich ein Highlight gewesen, wenn wir hier jetzt schon hätten hochgehen können. Aber da ist noch keine Mechanik verbaut. Aber trotzdem, Leute. Mega cool, dass wir jetzt hier oben schon mal hoch können. Jetzt ist natürlich die Frage, ne, das alles, wie gesagt, das ist ja hier alles noch nicht fertig, das ist alles noch nicht so prickelnd und ich glaube auch, dass das von den Entwicklern noch nicht gewollt war, dass wir hier überhaupt schon mal hinkommen. Aber, was wir hier ausprobieren können, ist, ob wir denn hier oben
etwas bauen können. Ob wir hier oben theoretisch unser Revier bauen können. Und ja, Leute, es geht tatsächlich. Wir können hier etwas bauen. Das ist doch schon mal nice. Ich guck mal, wie wir hier verfahren können. Vor allen Dingen muss ich dann ja hier jede Menge Sachen hochbringen. Ach, Leckgummi, oder habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Aber, Leute, das könnte, glaube ich, ein ziemliches Späßchen werden. Ja, das ist jetzt hier nicht so ganz schön, ne, dass das nachher hier in der Luft schwebt. Aber, wie gesagt, ich glaube, das war auch nicht angedacht, dass wir hier überhaupt schon hoch können. Aber wir haben es geschafft, Leute. Vielleicht sind wir hier die Ersten, die es geschafft haben, hier überhaupt nach oben zu kommen. Aber hier können wir uns auf jeden Fall schon mal eine Plattform bauen. Und dann können wir uns hier ein schönes Häuschen draufbauen. Vielleicht auch mit ein paar mehreren Stockwerken. Ich glaube, das wird eine richtig coole Sache. Ich gucke natürlich, dass ich mir hier den Aufstieg noch irgendwie vielleicht ein bisschen erleichtere. Moment, wir können ja mal gucken. Wir könnten hier ja... Nee, das macht keinen Sinn, glaube ich. Wenn wir hier jetzt so eine Treppe dran setzen dann. Ja, das ist ja hier totaler Quatsch. Aber wir können ja hier tatsächlich... wohlgemerkt hier nach oben laufen, beziehungsweise wir kommen ja hier rum, dann können wir ja hier über die Steine, können wir ja dann hier hoch zu unserem Häuschen. Ich glaube, das wird eine richtig, richtig geile Sache, Leute. Wir könnten dann natürlich schon mal vorweg vielleicht zumindest schon mal so den Grundriss setzen. Was bedeutet natürlich, wir werden auf jeden Fall dann hier die Tür hinmachen. Damit wir hier schön hochkommen, dann gehen wir hier rum und dann können wir hier einmal das Häuschen betreten. Wände. Wie sieht's aus mit Wänden? Hier können wir auf jeden Fall mal zwei Wände hinmachen, weil da sehen wir, glaube ich, eh nichts, wenn wir hier rausgucken. Ne, das macht gar keinen Sinn. Hier machen wir Wände hin auf jeden Fall. Schöne Größe, große Größe, sage ich schon. Schöne große Fenster machen wir hier auf jeden Fall mal an die Front. Ja, ich würde sagen, wirklich so. Hier so eine schöne... Hier machen wir auf jeden Fall eine schöne Fensterfront hin, Leute. Das brauchen wir. So, jetzt habe ich mein Hammer auch zerstört. Das heißt, ich muss mir jetzt erstmal einen neuen Hammer besorgen. Und jede Menge Baumstämme, Leute. Ja, aber hier oben werden wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge, Leute, hier ein richtig geiles Zuhause bauen. Darauf habe ich auf jeden Fall mega Bock. Das wird auf jeden Fall eine geile Geschichte. Wir können das ja auch über mehrere Stockwerke ziehen. Das ist ja letztendlich überhaupt gar kein Problem. Wobei, ich könnte das natürlich auch hier so setzen, dass wir hier bündig sind. Dann gehen wir hier noch ein Stück nach vorne, oder? Das wäre doch eigentlich auch eine viel geilere Idee. Leute, wisst ihr was? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ich das Ganze hier nicht so setzen soll, dass wir hier schön eine gerade Fläche haben. Und dann setzen wir hier quasi dann unser nächstes Stockwerk so nach oben. Und dann können wir hier vielleicht noch so zwei, drei Stockwerke hochbauen. Habt ihr da Bock drauf? Wenn ja, schreibt mir das auf jeden Fall mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Würde ich mich auf jeden Fall super darüber freuen. Wäre eine absolut geniale Geschichte. Leute, ich glaube, das wird hier eine richtig geile Base. Das wird hier ein richtig geiles Zuhause. Obala. Ja, wir gehen mal hier den schnellen Weg nach unten, Leute. So, und ja, Leute, dann würde ich sagen, Freunde, das war es leider dann schon an dieser Stelle für diese Folge. Und ja, wie gesagt, schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, wenn wir das hier bündig setzen und dann quasi hier dann das Stockwerk sozusagen, was jetzt gerade hier ist, ist dann quasi unser erstes OG. Und da machen wir hier ein schönes großes Häuschen drauf. Das wäre auf jeden Fall so mein Gedanke. Wenn ja, Leute, und es euch wieder gefallen hat, dann lasst mir natürlich sehr gerne ein Däumchen da. Vergesst nicht das kostenlose Abo und aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.